Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück auf der Stattenbach. Ihr habt eben gerade schon eine Aufnahme vom Wenden gesehen mit dem 353. So, nach dem Wenden, was? Schwaden. Da habe ich mir was vom Nachbarn mal ausgeliehen, weil ich mir was angucken wollte. Und zwar ein Doppelschwader von Pöttinger. Aber ich habe direkt einen Traktor mit ausgeliehen, damit was Neues und Schöneres zu gucken ist. Weil man muss ja immer gucken, wie man sich weiterentwickelt. Wegen traktormäßig. Da soll ja auch irgendwann bald nochmal was kommen, weil ich größere Maschinen haben möchte. Noch. Da steht er. 900 MB Trakt mit dem Pöttinger Schwader. 612C. Ne? Und dann fahren wir mal auf los. Schwaden, ne? Also, wir sehen uns dann an Schwaden wieder. Also, bis gleich. So, erstes Feld ist fertig, jetzt fahren wir gerade schnell noch zum zweiten, machen das noch ineinander und dann kann schon eingefahren werden. Ja. So, wir sehen uns nach dem zweiten Feld wieder, ne? Also bis gleich. So, jetzt sind wir auf der letzten Bahn. Der Traktor gefällt mir, aber der Schwader irgendwie nicht. Der Schwader ist so schön, aber der ist mir ein Ticken noch zu klein. So, haben wir alles fertig geschwadert. Jetzt fahren wir dann den Traktor gerade noch weg. Und dann müssen wir das ganze Gras einholen. In der Zwischenzeit, wo ihr Pause hatte, also wo ich Aufnahmepause hatte, habe ich mal das Ladewagen gespannt zusammengehängt und den Hoflader fertig gemacht und zum zweiten Fahrsilo gestellt, mein Außensilo. Ja, dann haben wir das schon mal fertig. Kann der Winter kommen? Der
Traktor ist wirklich schön. Muss ich wirklich sagen, der Traktor ist wirklich schön. Aber wahrscheinlich wird es bei mir, wenn ich einen neuen Traktor bekomme, kein B-Trakt werden. Weil ich auf der Suche nach einem neueren bin. Hier 5M oder sowas von dir oder fahr mal 90 von Case oder sowas, muss ich mir ja mal angucken. Was noch für unsere Höhe, also was für meinen Hof noch perfekt ist. So, dann stellen wir den wieder hier hin. Auskuppeln. Aus. Gehen wir doch raus. Zack. Zack. Schön ist gespannt. Wir sehen uns gleich am Hof wieder. So. Das steht jetzt gespannt schon. Ja. Fetzt. Muss halt fetzen, ja, so gesagt. So. Alles oben, ja. Dann fahren wir mal die erste Fuhr holen. Der Traktor ist perfekt dafür. Ist klein, wendig. Packt den Ladewagen ohne Probleme. So mustert nämlich. Wenn mein kleiner Hoflader nicht für die Siloschieberei ausreicht, habe ich noch im Petto, dass ich mir einen Deutz ausleihen kann, auch noch vom Nachbarn. Mit Eurofrontlader, der und ein bisschen mehr Gewicht hat, kann ein bisschen mehr wegdrücken. Muss ich auch gleich gucken. Weil eigentlich reicht mein kleiner Hoflader. Zuck und Rückwärtsgang. Ist halt alles ein bisschen enger hier, ne? Deswegen habe ich keine großen Maschinen. Weil ich in jede engste Ecke rein muss. So. Übrigens, wer fragt, der Ladewagen ist vom Motor. Bald kannst du noch auf ans Gülle fahren noch gehen. Oder wir machen das im Frühjahr. Können wir uns auch noch überlegen. Früher habe ich ein bisschen mehr Gülle. Können wir auch da machen. Ich habe jetzt den Aufbau hochgeklappt gehabt. Vorher hatte ich den niedrig. Jetzt habe ich ihn hochgeklappt, weil ich ins Außensilo fahren kann und nicht am Dach, also an der Dachkante hängen bleibe. Und sonst muss ich ihn abklappen. Weil wir im Hof. Ja, ist halt so. Hier ist halt ein kleiner, schnurriger Hof. So. Aber wir sehen uns dann später nochmal wieder. Nämlich jetzt beginnt die Timelapse. So, wir sind jetzt am Silo angekommen. Jetzt fahren wir das mal hin, ne? So, fahren wir beim ersten Gang. Ist halt ein Freilandsilo. Muss man halt ein bisschen mal machen.
steht der Hoflader schon. Aber es sieht super mit dem Traktor. 1A. Zum Mustert nämlich. Dreh ich eine Spur noch daneben, ne? Dann schiebe ich einmal. Und dann ist es weg. So, wieder rein in die Timelapse. Bis gleich. So, es tut mir leid, euch was sagen zu müssen. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, auch gerne ein Abo, schreibt was gerne in die Kommentare, was ihr möchtet. Den Rest mache ich offscreen fertig. Oder, sage ich mal, teils offscreen, teils noch in der nächsten Folge. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Ciao.